Ja, yeah, Leute, willkommen zurück zu Odins 4. Ah, oh, wir brennen. Wir sind hier in der Lavagrube von Volcanon und ja. Moment, so. Im letzten Part haben wir erfahren, dass Gwendolins Gatte Oswald ja ordentlich Probleme zu haben scheint. Er muss ein Versprechen gegenüber dem König der Volcanon, also dem Herrscher dieses Reiches, einlösen, damit er Gwendolin bekommen kann. Denn Gwendolin war eigentlich, ja, dem König der Vulkanen versprochen gewesen. So. Ja, der König hat sich nur damit einverstanden erklärt, dass Oswald Gwendolin bekommt, wenn er dafür einen Drachen erlegt, gegen den das Vulkanvolk selbst keine Chance hat. Ja, nur ist Oswald von dieser Mission bis jetzt nicht zurückgekehrt. Deswegen ist Gwendolin jetzt losgezogen, hat die Wahrheit erfahren. Ja, und zieht los, um ihren Gatten zu suchen. Mangokern. Und was haben wir hier? Ein Alchemie-Rezept. Kryotrank. Stoppt Brand und wirkt gegen Hitzeschäden. Zutaten: Materie 0 plus Pepperoni. Ja, Pepperoni ist das hier. Eine neue Art von, ja, Alraune. Aber die hier ist ein bisschen aggressiver als die übrigen. Wow, wie ihr seht, die kann nämlich Feuer spucken. Die ist nicht so feige wie die übrigen. So, jetzt muss ich erstmal gucken, ob ich mit dem ganzen Zeug, was ich hier mit habe, noch eine normale Materie habe. Natürlich, ich habe gerade eine gefunden. So, Kryotrank. Ja, die Sache läuft nämlich ähnlich ab wie in den Eisbergen. Anstatt Kälteschaden bekommen wir diesmal Hitzeschaden. Die liebe Gwendolin muss ich beim Betreten jedes Gebietes mit einem Kryotrank abkühlen, ansonsten erleidet sie, ja, ein Hitzeschlag, bekommt halt Hitzeschaden. Der Kryotrank wirkt der glühenden Hitze dieses Gebiets einfach entgegen. Ich muss mich kurz erholen. Sehr schön. Ja, der Gegner hier ist eine Sache für sich. Ziemlich heimtückisch. Aua. Diese kleinen. Dinger da nerven. Aber wenn ich mich richtig entsinne. Ja, sind das Bomben. Kam ich nicht rechtzeitig weg. Geil. Double K.O. Sowas hatte ich auch noch nicht. Ja, diese kleinen springenden Feuerbälle sind Bomben. Aber sagt mal, gab es bei Secret of Mana nicht solche Gegner? Also. Oder nee, bei Final Fantasy war das, da gibt es die doch auch. Diese. Wie heißen die da? Bomber? Und ich mache jetzt hier einen Zyklon durch. Und ich habe vergessen, einen Kryotrank zu schlürfen. Verdammt. Und am besten gleich einen Heiltrank hinterher. Gut, mal her. Ja, die Gegner hier sind alle ziemlich fies. Diese kugelförmigen Viecher können sich sprengen. Die kleinen Echsen da mit ihren Feuerschwänzen können Geschosse abfeuern. Und ja, das waren noch längst nicht alle, die dieses Reich zu bieten hat. Und wir haben schon die Karte, das ist doch mal sehr schön. Variablus. LP sinkt auf 1. Die Kraft geht in den nächsten Angriff. Oh Gott, ein sehr
gefährlicher Trank. Lebenspunkte sinken auf 1, dafür ist der nächste Angriff extrem stark. Ist mit Vorsicht zu genießen. So, wo gehen wir als nächstes hin? Na, wir haben den Wegplan. Ich würde sagen, wir gehen mal. Unten rum. Na komm, jetzt stehe ich hier, durch. Und natürlich, diesmal denke ich dran. Meine Taschen wieder sortieren. Kryotrank. So, diese kleinen Echsenviecher hier. Die für mich irgendwie ein bisschen nach Raptoren aussehen. Das war's schon. Cool. So, Napfelkerne, jede Menge Kerne. Regeneration. Cool. Voll. Verdammt. Na gut, daran soll es nicht liegen. So. Okay, okay, okay. Ist ja schon gut. Dann würde ich sagen. Moment, hier liegen jetzt nur noch Früchte rum, oder? So. Nee. Okay, Leute, ich muss mal kurz mein Zeug hier sortieren. Ich würde mal sagen. Ja. Es ist Zeit, ein bisschen zu pflanzen hier. Oh, kein Samen. Ich will ein Träubchen. Und hatte ich nicht noch irgendwie eine Rosmille? Oder habe ich mich da jetzt verguckt? Ich habe doch gerade noch irgendwo eine Rosmille gesehen, oder? Maulwürfsamen. Verdammt. Ja. Ich habe mich verguckt. Egal. Und Regeneration mit. Hau. Maulwürfsamen weg. Mit jetzt noch am wenigsten. Okay, okay. Dann muss ich dem Händler wohl ein paar Sachen andrehen. Da kauft man eine große Tasche und boah, ratzfatz wieder voll. Jetzt glaube ich gern, dass man hier nicht viele Menschen trifft, weil schaut euch die Gegend doch mal an, das ist sowas von ungemütlich. Gut, jetzt ist aber erstmal Kaufzeit. Ja, den kann man erstmal verkaufen. Und ja, ihr seht, so viel bringt es euch wirklich nicht ein. Samen geht weg. Nee, den Napf behalte ich mal. So, weg mit dem Schlons. Platz im Inventar. Ja gut, einen kann ich mal. Oder warte mal, ein was noch. Da. Den Variablen Plus will ich auch mal loswerden. Denn er ist mir einfach zu gefährlich, zu riskant. Den werde ich nie benutzen. So, und ein Angebot. Ist nicht gerade berauschend. Nee, ich darf nicht hören. Nee. Vielleicht ein bisschen Milch, aber das. Oder.
Ja komm, ich habe es aufgerufen, jetzt bezahle ich es auch. Firma dankt. Und jetzt? Jetzt will ich wissen, was der Zwischenboss da ist. Nun gut, ich weiß es zwar, aber... Ja, noch nicht. So. Und zwar haben wir diesen Zwischenboss schon mal kurz in der Zwischensequenz gesehen. Jetzt ist es Zeit für ein Kryotrank. Und die Kriegerinnen von Volcanon. So. Ein paar Level sind mehr ausmachen, also. Das ist ja der Wahnsinn. Ihr habt ja im letzten Kapitel gesehen gegen Odin, den Boss des letzten Kapitels. Habe ich sowas von abgestunken. Hab aufgehört. Ja, und als ich das nochmal machen wollte, also weiterspielen wollte, muss ich das Kapitel nochmal machen und hab dabei 4 oder 5 Level dazu gewonnen. Und mit denen läuft es jetzt wesentlich einfacher, also wow, der Unterschied ist enorm. Und dieser Zwischenboss ist ein Witz. Okay, okay, ich habe nichts gesagt. Der wird nicht mit dem Feuer gespielt, ey. Wow, wow, wow. Ah, da erstarrt sie und zerfällt. Da ist noch die kleinen Echsen. Sehr schön. Naja, immerhin noch ein B. Buschwohlsam. Schon lange nicht mehr. Ei auf Toast! Da ist das Rezept, dem ich entgegengefiebert habe. Ei und Brötchen. Einfache Zutaten, aber sehr, sehr effektiv. Ei auf Toast, mein Lieblingsrezept. Ja, ich liebe Ei auf Toast. Eben weil man es mit in die Schlacht, also mit auf Kampffeld nehmen kann. Ihr lasst mich mal kurz in Ruhe. Klar. Wie viel ich ausgaben? Boah, es sind viele. Nehmt einen Zyklon. Okay. Das ist jetzt nicht so gut gelaufen. Ja. Sollte vielleicht auch mal wieder einen Kryotank schlürfen. Toll, ich habe keine Pepperoni eingesteckt. Verdammt. Was machen wir denn da? Hä? Tappen zweimal? Wenn wir gehört ist. Ach ja, einen bekommt beim letzten Kapitel. Also im 4. In dem, was wir zuletzt absolviert haben. Mensch. So. Sauber durchgemäht. Und ab dafür. Rang S. Komisch ist aber auch, wenn alle Gegner weg sind, verschwindet auch ja, der Hitzeschaden aus dem Gebiet. Dann braucht man gar keinen Kryotrank mehr. Also das gilt irgendwie nur, solange Gegner in dem Gebiet sind. Komisch. Naja, aber was soll's. Traubenkern. Liebe die Materie. Napfelsorbet. Angenehm kühl und kräftig. Zutaten, Milch und Napfel. Schön, schön. Gut, jetzt brauche ich erstmal wieder eine Pepperoni. Da ist eine.
kommst du her? So. Wenn wir doch gleich mal verbraten. Sag mal, bin ich heute blind oder was? Okay, ist wieder 1 Uhr morgens, dass ich hier aufnehme, aber. Ich hab doch einen Kryotrank. Meine Güte! Was ist denn los mit mir? Ja, sorry Leute, aber derzeit komme ich nicht dazu, anders aufzunehmen und da kann es schon mal sein, dass ich ein bisschen verpeilt bin. Sorry. Was wollte ich jetzt machen? Ach ja, wenn ich schon dabei bin. So, kann ich mal noch reinwitzen. Und weil es so schön war, gehst du auch mit. Ich mag die Musik von zwischen Wurzeln und ich sollte jetzt echt krank schlürfen. Gut! Dass die Kriegerinnen ja an sich nicht so hart sind, haben wir ja schon gemerkt. Aber oh, wenn sie Bombe dabei sind, das könnte doch ein Problem werden. Genau deswegen. Dann die Angriffe hin und her schleudern. Ach. Merke, nicht mehr so spät aufnehmen. Bam. Aber ich glaube, die liebe Kriegerin hier wäre ein guter Pyrotechniker. Also bei Konzerten oder so wäre die doch sicher der Bringer. Wow, genau deswegen. Gleich so langsam. Und noch ein Heiltrank. Ja. So willst du, die Dame ist kein Problem, ne? Boah. Gott. Komm schon! Du willst Stress, hä? Dann nimm das! Das hat auch nicht so viel gebracht. Und ich bin benommen. Sehr schön. Oh, du nervst, Lady. Ne, Leute. Na gut, dafür sind meine verschwendeten Tränke wieder da. Jetzt klappt's besser. Und also, dass der nicht schwindelig wird bei ihren Feuerrädern. Ich meine, Überschlag schon und gut, aber wie macht man das, dass man dabei nicht vergisst, wo oben und unten ist? Ah ja, genau den Angriff meine ich. Machen das die Ballerinas und fixieren einen Punkt, oder wie? Na egal, das ist ein Spiel, darauf sollte man nicht so auf Logik gucken. Na komm her. Und take this! So, komm. Moment. Ich schaff das jetzt ohne Heilung. Genau. Tschüss, Lady. So, da ist nur noch diese Bombe da.
die ist natürlich überlebt. Okay, kein Risiko. Muss nicht sein, dass ich jetzt poker. Und tschüss. Puh. So, noch schnell die Belohnung einsacken. Wenn die Taschen nicht wieder voll werden. Hier, Katastrophenwolke. Beschwört eine todbringende Giftwolke. Ja, das ist eine stärkere Version von Giftnebel, glaube ich. Ist aber auch nicht so gerade der Bringer, meiner Meinung nach, aber egal. Gut. Ja, dann haben wir doch schon ordentlich was geschafft in dem Reich. Und ich sage mal, den Rest machen wir im nächsten Part. Also, bis dann.